Hallo Jan! Hallo kleiner roter Traktor! Hallo ihr zwei! Was macht ihr für lange Gesichter? Ach, wir müssen an so einem Schulprojekt über das Landleben arbeiten. Aber das klingt doch gar nicht so schlecht. Aber es ist doch Wochenende und wir wollten ein bisschen Spaß haben. Dann macht doch einfach Spaß daraus. Das mache ich auch immer, wenn ich was zu tun habe, was ich nicht mag. Ich suche dann einen Weg, dass es mir doch Spaß macht. Auf Schularbeiten kann man keinen Spaß machen. Aber natürlich kann man das. Passt auf, ich zeig's euch. Ja, also gut, los geht's. Allgemeines Wissen. Perfekt. Ich habe hier ein paar leckere, selbstgemachte Rosinenbrötchen. Jeder, der eine Frage richtig beantwortet, darf einen Schritt nach vorn gehen. Wer zuerst den kleinen roten Traktor erreicht, bekommt ein Brötchen. Das ist ja babyleicht. Ich gewinne. Ganz bestimmt nicht. Okay, seid ihr bereit? Bereit! Welche Tiere auf dem Hof liefern Wolle für Kleidung? Schafe! Emma darf einen Schritt nach vorn gehen. Hey! Das war ja ein Riesenschritt. Zweite Frage für Max. Wie nennt man jemanden, der auf dem Land arbeitet? Ein Bauer. Richtig. Einen Schritt nach vorne. Jetzt bin ich wieder dran. Woher glaubst du, kommt die Milch? Von den Kühen. Ja, ich habe gewonnen. Aber ich muss auch noch eine Frage beantworten dürfen. Das war die letzte Frage in diesem Abschnitt. Aber ich glaube, ihr wart beide gut genug, um den Preis zu bekommen. Ja! Lasst uns jetzt mal versuchen, zu all euren Antworten ein Foto zu machen. Wir könnten dich fotografieren, Jan. Du bist doch Bauer. Nein, heute nicht. Heute bin ich Quizmaster und stelle Fragen. Wie wär's mit Herrn Juncker? Na gut, sehen wir mal nach, ob er da ist. Oh, das ist aber wirklich sehr schwierig. Hallo, Herr Juncker. Gibt's Probleme mit dem großen Blauen? Was? Oh, hallo? Hallo! Ein leichter Kratzer von einem Unfall. Ein Unfall? Ja, vorhin. Aber was mich mehr beschäftigt... Aber Ihnen ist nichts passiert. Nein, danke. Ehrlich gesagt hätte es viel schlimmer ausgehen können. Also ich fuhr so durch die Gegend, vorsichtig und achtsam, wie es sich für einen guten Fahrer gehört, als plötzlich von irgendwoher Walter auftauchte. Er sang fröhlich vor sich hin und achtete kaum auf die Straße. Und dann tauchte auch noch Stumpi auf, der wie üblich Flitzer kaum unter Kontrolle hatte. Wenn ich nicht so blitzschnell reagiert hätte. Halt! Halt! Passt auf! Also ich sage euch... Dann hätte es schrecklich ausgehen können. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, doch, das ist es. Mir flimmert's beim Lesen immer noch vor den Augen. Diese berühmten Spezialgummistiefel. Ich muss nach Plätscherbach, um mir ein paar neue zu kaufen. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Farbe. In Gelb. Rot. Rot ist am tollsten. Blau würde gut zu Ihrem Traktor passen. Aber natürlich. Ausgezeichnet. Wenn Sie Gelbe nehmen, finden Sie die immer gleich. Stimmt auch. Also, ich weiß nicht. Also, wir lassen Sie jetzt allein, dann können Sie sich entscheiden. Aber bevor wir losfahren, dürfen wir da vielleicht noch ein Foto von Ihnen machen? Es ist für unser Schulprojekt. Aber gern doch. Wie wäre es hier? Herzlichen Dank, Herr Juncker. Auf Wiedersehen. War mir ein Vergnügen. Bis bald. Wiedersehen. Hallo, Stumpi. Du kannst Flitzer gleich in die Werkstatt bringen. Nicola wartet schon auf ihn. Ja, mach ich. Oh, Walter, hast du ein paar Bonbons? Aber klar. Hallo, ihr. Hallo, Walter. Ist alles in Ordnung nach dem Unfall? Oh, du meinst, ja, es geht mir bestens, ja. Aber das war knapp, weißt du. Ich bin, Also, es war so. Ich bin voll konzentriert durch die Gegend gefahren. Ich meine, man weiß nie, was einen an der nächsten Ecke erwartet. Da tauchte plötzlich aus dem Nichts Herr Juncker auf. Er hatte irgendetwas vor seinem Gesicht. Und dann kam plötzlich Stumpi. Und er sah überall hin, nur nicht auf die Straße. Ich musste blitzschnell reagieren. Halt! Halt! Passt auf! Es war wirklich knapp. Aber es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Ehrlich. Das klingt ja ein bisschen anders, als es uns Herr Juncker beschrieben hat. Oh, da kommt Stumpi. Ich werde mal seine Bonbons holen. Wir haben von dem Unfall gehört. Oh ja, das war vielleicht knapp. Zum Glück habe ich so schnell reagiert. Du hast schnell reagiert? Tja, also weißt du, ich bin sehr vorsichtig gefahren, wie ich es immer tue. Da kam von irgendwoher Herr Juncker, der beim Fahren Zeitung las und nicht auf die Straße achtete. Und dann erschien plötzlich auch noch Walter. Er hörte wohl eines seiner Lieblingslieder im Radio. Also musste ich blitzschnell reagieren. Halt! Halt!
Passt auf! Es war sehr knapp. Und dann ist mir auch noch mein Hut abhanden gekommen. Aber es hätte schlimmer ausgehen können. Hoffentlich finde ich meinen Hut bald wieder. Wir werden nach ihm sehen. Wir suchen sowieso noch ein paar Motive zum Fotografieren. Ja, wir finden ihn schon. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's! Eine Tüte Bonbons. Oh, danke. Irgendwas passt da nicht zusammen. Was meinst du damit? Sieh mal die Bremsspuren. Die sehen nur dann so aus, wenn man richtig heftig in die Bremsen steigt. Aber es sind drei verschiedene Bremsspuren. Ganz genau. Herr Junker sagte, er hat zuerst angehalten. Das haben Walter und Stumpi auch gesagt. Es sieht aber so aus, als hätten alle drei stark bremsen müssen. Ja, und zwar alle gleichzeitig. Ihr seid wirklich nicht schlecht. Also, wenn wir jetzt noch rausfinden, welche Bremsspuren von Flitzer stammen, können wir auch gezielt nach Stumpis Hut suchen. Flitzers Reifen sind kleiner als die vom großen Blauen und Schleppi. Dann müssen das diese Spuren sein. Und dann ist Stumpis Hut bestimmt in diese Richtung geflogen. Aber da liegt er nirgendwo. Nein, aber seht mal da. Hufabdrücke. Veronika. Die Frage ist nur, wo ist sie? Wir müssen den Hufabdrücken folgen. Los geht's. Das ist nicht Veronika. Aber wir brauchen doch noch ein Foto von einem Schaf. Fahren wir. Die Hufabdrücke gehen da noch weiter. Also, das glaub ich doch einfach nicht. Veronika! Nun, sehen gut aus. Ich hätte mir ja lila Stiefel ausgesucht. Da sind ja all unsere Helden. Und habt ihr ihn gefunden? Naja, wir sind zum Unfallort gefahren. Und dort haben wir alles wie Detektive untersucht. Wir sind allen Hinweisen und Spuren nachgegangen. Das Komische ist nur, das, was wir da gesehen haben, deckt sich nicht mit den Geschichten, die ihr uns erzählt habt. Wir glauben, es war so. Also, Walter und Stumpi sagten, dass, Herr Junker die Straße entlang fuhr und dabei versuchte, etwas zu lesen. Wie bitte? Dann kam Walter herangefahren. Er singt ein Lied, das im Radio läuft. Und achtet dabei nicht richtig auf die Straße. Dann braust Stumpi auf Letzter heran. Den er wieder nicht ganz unter Kontrolle hat. Alle drei erreichen die Stelle der Straßeneinmündung und können glücklicherweise gerade noch bremsen. Das heißt, ihr alle drei hättet auf jeden Fall wesentlich vorsichtiger fahren müssen. Entschuldigt, ich habe ein bisschen geflunkert. Es war mir peinlich, denn ihr hattet recht. Ich hätte aufmerksamer fahren müssen. Und ich, war abgelenkt, weil ich mich mit der Werbung für diese tollen Gummistiefel beschäftigt habe. Entschuldigung. Und mir tut es auch leid. Ich bin viel zu schnell gefahren und hatte auch meinen Sturzhelm nicht aufgesetzt. Das war nicht richtig. Ihr habt alle noch mal großes Glück gehabt. Ja, das ist wahr. Oh, da fällt mir mein Hut ein. Ich nehme nicht an, dass ihr während eurer gründlichen Detektivarbeit noch Zeit hattet, meinen Hut zu suchen. Doch. Veronika hatte ihn auf dem Kopf. Der kleine rote Traktor hat uns geholfen, ihn zu finden. Oh, ich danke euch allen. Hier, nehmt die Bonbons als Belohnung. Oh, dabei fällt mir was ein. Oh. Lasst mich mal sehen. Oh, hier hab ich was. Das ist eine gute Frage. Was glaubt ihr, ist wohl das Wichtigste, was ein Bauer für seine tägliche Arbeit auf dem Land braucht? Oh Mann, das ist aber schwer. Ich weiß es. Ah, ich hab's. Herr Junker? Sind es seine Gummistiefel? Leider nicht. Tut mir leid. Ich möchte es sagen. Tja, ja, Stumpi? Ist es ein Hut? Nein. Ach, komm schon, Jan. Okay, Max und Emma. Sein Traktor. Geht es vielleicht noch ein kleines bisschen genauer? Sein kleiner roter Traktor. Richtig. Ha 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 ha!